Grüß euch! So! Sagen wir mal, was wir vorne drauf haben und was wir hinten drauf haben. Wie unschwer zum Erkennen geht's, geht's aufs Feld zum Mähen. Letzter, erster Schnitt auf 1150 Meter Seehöhe auf unserer Hurmbogen wird heute am 7. Juli der letzte, erste Schnitt gemacht. Ja, da kommen heuer alles zusammen ein bisschen später, aber das macht überhaupt nichts, weil es einfach so gut regnet. Das ist die ganze Vegetation, die blüht so richtig auf. Also man sieht eigentlich, was die Natur von Regen eigentlich benötigt, dass es so richtig gut ausschaut. Wenn du irgendwo rausschaust, schaut es richtig kitschig aus jetzt. Und es ist alles satt, es ist wirklich alles sattgrün. Und ja, es ist zwar Wochenende, also im Wetterbericht darf man Richtung Wochenende fast nichts mehr glauben. Aber es kann sein, dass es jetzt wirklich mal ein paar Tage schön ist. Und ja, gestern hat es wieder gesehen, ob es da in die Locken noch mal gut geregnet. Es hat die ganze Woche gut geregnet, gegen Abend. Also wirklich gut geregnet. Und ja. Ja, schauen wir, dass wir heute was zusammenfeiern. Ja, oben viel mehr wie Hektar. Und dann ist noch rund ums Haus ein bisschen rummachen mit dem Muttermäher und mit der Sensen. Ja. Wenn wir schon mal ein bisschen Arbeit, aber es übertrieben fließt, aber nicht. Okay, passt. Dann sehen wir uns noch am Feld. So, da war es auch. Ja. Jetzt war ich da schon mal dumm. Das Gute ist, ich bin an einer Weide, also quasi mir los wir es dann ab mit der Weiden. Jetzt muss ich nicht ganz so weit zerzauen, weil die Kühe können das noch fertig beweiden. Beziehungsweise muss ich noch irgendwann wahrscheinlich später mit dem Schläger nochmal drüber fahren. Mit dem Schlägemuhl haben. Ja. Es ist, ja, freilich ist schon eine Weile später, aber es ist da oben noch nicht so zeitig. Gell? Also im Tal unten war das schon ein richtiges Stroh, sagen wir mal so. Wichtig ist, Schnitthöhe. Immer hoch genug wählen, vor allem wenn man es trocknen will, weil umso höher, umso leichter kann quasi unten, da liegt es groß quasi auf dem Gemähten drauf und dann kann es leichter, wie sagt man, leichter abtrocknen. Weil von unten dann auch, also zu, weil von unten dann auch Luft dazu kommt. Also das heißt, umso kürzer ich das abmache, umso schlechter ist es fürs Trocknen. So, ein bisschen Standgas brauchen wir auch, da kann ich eingeschalten. Mähen tue ich mit der 57er, nein, das ist nicht so schnell, die Drehzahl, das passt, dafür brauche ich nicht so Vollgas geben. Beziehungsweise habe ich auch ein besseres Schnittbild, da ist auch voll schnell genug dran. So, alles nochmal dumm habe ich jetzt einmal gemacht, jetzt machen wir schon hinter und quasi die Fläche ab. Da haben wir schon mal mit der Weidezahn hergespannt und sie abweiden lassen. Ja. Wie ist das? Das einzige Problem ist bei dem Mähwerk, es ist einfach zu schmal. Es ist ein 2,25 Meter und es ist für die Traktorspur fast ums Ätzerle zu wenig. Ich muss jetzt wieder auf Seiten tun, weil ich mich da ein wenig aufs Fahren konzentriert muss. Ja, jetzt wird einmal gemäht, dann wird es noch ein bisschen trocknen los und dann am Nachmittag werde ich geschwind einmal rüber kreisen. Okay, passt, bis später. So, da, das sehe ich schon, es wird so ein richtiges Käble hell werden. Haha, wenn sich die Käble im Winter wieder gefallen. So, die ist also ein Viertel. Da kommt man fast nie ein Dünger auf. Muss man auch dazu sagen. Also es ist normalerweise, wenn es beweidet, normalerweise haben wir immer so trockene Jahre, dass man das, oder so trockene Jahre, völlig trockene Jahre, dass wir das mitweiden müssen. Nachher wird es zum ersten Mal weiden, wenn es meistens auch geschlägelt, also gemulcht. Ja. Aber wir haben das so quasi extra abgekoppelt, dass es möglich ist, sind Heigen bzw. einmal zum Anna. Das ist ja schön heiß, eine Fläche. Also früher haben sie es auch mitgemäht. Ja. Aber es wird also richtig gute Futter werden. Lassen wir es rein abtrocknen, Nachmittag, wie gesagt, wenn wir wenden. Ja. Jetzt wenn wir noch weiter oben im Mülltocker wählen, hoffen wir an wahrscheinlich. Dass du sagst, Martis. So ist das. Ja, okay. Passt.
später. Eins habe ich uns vergessen zu sagen. Wir haben einen Besuch gehabt. Wenn du bei das da drüben kennen kennst, die Wildschweine waren wieder mal da. Aber vielleicht einen Tag oder eine Nacht. Und dann hat der Nachbar schon eine geschossen. Jetzt sind sie wieder weggeschaut. Das ist so eine Lure. Das sind Schweine. Ja, geh auf! Mann! Wie hast du? Ach du Leck, wie Arsch! Ich sag dir was. Jawohl. Hey, du laufst dich schon. So! Jetzt gleich mitkriegen, was jetzt schon wieder los ist, schon wieder. Es geht schon wieder los. 7 Fuß, der Vollgasschub. Eine Gangware, eine Gegenware. Ah, noch mal kurz absteigen. Oberlenker, falsch angeschlossen. Der Schnitt. Ja, vorgestern. Gestern haben wir den letzten Schnitt eingefahren. Gestern war dann ein. Erste Schnitt eingefahren. Gestern war dann ein. Gestern. Den letzten ersten Schnitt auf der Hurme eingefahren. Heute oder gestern auf Nacht waren auch schon die Wurzeln wieder drin. Das scheiß Vieh hat er eh. Die Hostik, in der frischen Wiesen mit einem Fleck drüber geraten. Ja, was, ja. Ist halt so. Leider. Wir haben jetzt aber gerade einen Stress, da haben wir gerade was umgehauen. Morgen ist quasi Ruhetag. Und jetzt sind jetzt ist es ein Ausmahn. Morgen in der Früh werden wir Rohrmatt machen, also Gummi, zweiter Schnitt. Wenn wir alles niederlosen wieder. Heuer ist einmal was drauf. Heuer ist einmal echt was drauf. Es war beim ersten Schnitt schön ausgezeichnet. Und jetzt, zweiter Schnitt ist auch wirklich ausgezeichnet. Der zweite Schnitt sehr gut. Ja, da sind wir jetzt in einem Reihgroßbestand, der fast. Ja. Gut, endlich, was mir da quasi schaut. Nein, ist echt interessant heuer. Ja, sehr gut. Meister, wo daneben magst du auch schön. Jetzt sind wir mit der Hocken durchgefahren. Irgendwer das Video noch nicht gesehen hat. Vielleicht vergiss ich nicht drauf und ich weiß von ihm. Vielleicht. Dass du mal wegkommst. Sonst bist du nachschauen. Selber schauen. Ja. Wie gesagt, der Abend darf noch was umreißen. Und ja. Fußanhänger war jetzt auch gerade wieder zu einem Riech. Den habe ich ein bisschen zerstört. Oder zerstört. Den Schlauch habe ich aber gewichst, weil ich schlampert gefahren bin. Das kann auch passieren. Wird da wieder passieren. Aber ja. Das hilft nichts. Morgen, wenn wir ein Tagessilage sozusagen, wenn wir heute noch ausmachen und morgen wird alles gemacht in der Früh und holt dann eine. Und dann wird quasi anschließend klein geführt. Servus, Christi. Wir werden ganz geil, super. Okay, ja super, ja, weiß perfekt. Ja, ja, ist super, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute noch aufgekommen oder nicht. Wir schauen, vielleicht geht es mal aus, ich tue noch mal an. Ja, süß, rede ich mit dir noch einmal zusammen. Nicht, dass du eventuell, falls ich auch angegangen habe, das links übrig, das wäre mit Glück geredet. Ja, super, los war ich. Vielleicht mal Zeit, gell? Ja, super, ja, es freut mich, ja. Jawohl, okay. Ja, vielleicht sehen wir uns eh noch, gell?
Das Bett ist ja was. Jo, was ist los? Was ist denn los dann? Machen wir gleich nochmal weiter. Papa, schon haben wir nochmal gemacht. Jo, jetzt ist das halber eine Ende oder was? Was da? Ist noch Druck. Wir sind mal vor mit dem Motorrad, mit dem Moped einmal durchgefahren. Reh austreiben. Da ist jetzt nicht ganz so viel drauf. Das ist aber da jetzt quasi nichts nächstes, weil da ist extrem schwierig, also extrem trocken. Ja. Letztes Jahr beim zweiten Schnitt haben wir 6 Leute wegen gehabt und da haben wir wieder ähnlich 5 Lehe wie letztes Jahr. Ich vermute, dass wir, weiß ich nicht, 12, 15 irgendwo da tun wir 15 Leute wegen haben werden. Schätzen wir das. Jo! Super! Ja! Das! Dann bis morgen, höchstwahrscheinlich. Morgen in der Früh werden wir mit der Sense noch mal in den Zaun ausmachen. Und dann, ja. Na, bis morgen, gell? Passt, servus für dich. So, da. Das geht relativ zackig dahin. Motorsensen kannst du auf die ganze Lenkhaus einmal tanken. Ist laut, schwer, stinkt. Weiter geht da nichts. Da Sensen einmal sogar dran. Ja, Zaun müssen wir ausmachen, es hilft nichts. Hilft nichts. Gemäuer komme ich nicht ganz so, will ich auch nicht ganz so. Mal lieber so. Ja, kramer, zweiter Schnitt, ist ganz so schlecht drauf. Ist ein bisschen weniger da, ist ein bisschen schuttrig da, aber ja, wie schaut es halt aus, wird natürlich wieder deutlich mehr. Da war wie es nur, wir sind super drauf. Für den zweiten Schnitt schaut es sehr gut aus. Da haben wir schon quasi den dritten Aufwuchs weggemacht, zweimal drüber halten lassen. Das sind auch 1,7 Hektar, 15 Ballen waren. 14 Ballen waren, aber halt gute Ballen. Keine so eine 0815 Ballen. So ist das, ja. Und wir werden mal an, dabei ist noch kühl ist. So da! Seht das Schnitt, ja, Weltgeld, vor 2 Stunden. Ja, nicht so. Na, warte mal, wollen wir heute rein, heute zum Anhang fahren, jetzt ist schon bei Öfe. Ja, vor 2 Stunden. Ist sogar auf dem Geburtstag gestanden. Jetzt haben wir schon ein bisschen grob drüber gekreist, aber auch noch die dicken Stellen. Weil einfach, es ist wieder Wettlauf gegen die Sonne. Ich hoffe, dass das nicht anwender, Schwoder. Ich bin doppelt Schwoder. Ja.
Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen weniger, es gehen uns die 2 Hektar vom Mäß ab, so gehen es uns noch 1 Hektar über ein Haus ab, dass wir hegen werden, aber man kann quasi trocken hegen werden, also trocken gewärmt werden und dann Fruchtfläche drinnen. Die will man nachher trocknen. Wenn wir einfach mit dem Platz im Vorsilo begrenzt sind, dann will man halt ein paar Hebeilen bzw. in der Lose entführen. Ja, super. Super geht das dahin. Heute haben wir ein Alpha Motion probiert. Düttinger Alpha Motion. Das Traumgerät. Ist das Traumgerät, das Smart. War wirklich traumhaft, das passt sich so super an. Ist halt wirklich ein Gerät, das ist halt. Die sind zwar die sind relativ teuer, aber die Preis-Leistung passt bei dir gut. Also die sind wirklich perfekte Geräte. Verarbeitung super. Und die Arbeitsweise ist ja perfekt. Also. Ja, Vorteil vom Spitzzeitpunkt, wenn wir jetzt 7 Wochen. Das ist für einen Mutterkuhbetrieb etwas früh, ja. Aber man darf auch Mutterkühe leistungsgerecht füttern. Ja. Auch Mutterkühe bringen Leistung. Man glaubt es kaum, aber die müssen für die Kälber halbwegs Milch haben, damit sie so wenig wie sie ausschauen, dann zum Schluss. Also, es hilft nichts. Auch Mutterkühe brauchen anständig Chappi Chappi. Das ist ein Druckschluss, wenn einer sagt, ja, Mutterkuh fährt. Dann brauchen wir keine Einstaller, sondern Bio-Jungrinder, die brauchen anständig Milch. Unsere Kühe sind eher milchbetont. Eher milchbetonte Mutterkühe. Also das heißt, für die intensive Milchwirtschaft sind sie nicht geeignet, weil sie entweder kein Roboter-Auto haben oder nicht die besten Papiere haben, aber der Mutterkuh passt. Für unseren Anspruch. Der normalen Mutterkuhbetrieb, der Einsteller produziert, ist das wahrscheinlich auch wieder zu viel. Kriegst du dann eher eine ältere Entzündung. Jo. Haut super hin. Wir wollen natürlich noch einmal einen dritten Schnitt einführen, wo relativ viel Masse ist meistens und der vierte Schnitt wird bei uns immer beweidet, also von dem her passt der jetzige Zeitpunkt, Schiedszeitpunkt für uns. Jo, okay. Ja. 10:01 Uhr, ich bin jetzt der dritte Vorhänger. Läuft! Ja, es werden wahrscheinlich Markus mal ein 10 Vorder werden, ich glaube, dass ein bisschen mehr werden. Löwe. Aber ja, wir haben auch etwas weniger gemacht jetzt. Wir haben ein oberes Haus, das hinten gelassen fürs Hegen, also fürs Tricknen. Ich glaube, das haben wir eh schon gesagt. Und wir haben letztes Jahr relativ viel Quaderballen gekauft, also Heuballen. Und die werden wir irgendwo auslagern, die werden wir irgendwo da draußen herlagern. Jetzt haben wir uns quasi ein Behelfslager aus Vlies und wie heißt das? Das grüne Vlies, das Agrarvlies da, aus dem wir uns hinter so ein Behelfslager bauen. Leider, ja, müssen wir halt. Wir brauchen in den drin haben wir, hätten wir noch genug Platz zu Heilbergen. Wir müssen eben mit den Quaderballen raus, damit wir noch auch Dämmbrücken freilaufen. Also es sind quasi die 2 Einfahrten, dann ist die Hauptdämmbrücken und bei der Hauptdämmbrücken ganz hinten, vorsiloseitig. Dort stehen noch einige Quaderballen und die müssen weg, also die müssen raus. Struckballen und Heilquaderballen und die müssen ins Freie. Und deswegen, da wird das Gescheiterste gleich werden, Agrarvlies, das Grüne, das Kompostvlies, so heißt es, Kompostvlies. Und da draußen mit einer Kanter eine Unterlager bauen und dann auch die paar Ballen ausschlichten. Ein paar Ballen sind auch noch einige, ich muss ich schauen, wie viel. Ja. So ist das. Damit wir quasi dann genug Platz haben, weil, ja, wenn einmal die Quarmat herin ist und nicht so schlecht ist. Letztes Jahr, wie gesagt, mal 6 Fuhrer bei mehr Fläche. Heute ist es wahrscheinlich, muss ich schwarz sagen, wie viel dann wirklich werden. Ja.
Wir würden mehr klingen. Keine Ahnung. Wenn wir dann aufkommen, wenn es soweit ist. Jo. Jetzt kommt ein bisschen Bewölkung auf. Er sagt, in den kommenden Tagen relativ viel Niederschlag. Relativ viel. Ich bin egal. Relativ viel. Also ich. Mir schmeißt der Wind schmeißt mir da die ganze Säcke ab. Okay, passt. Vorhinter. Spiel kennt's eh schon. Ah ja, für alle. Ja, das interessiert. Ballen auf Salz soll da nicht da kommen für den Fallstanhänger. Der Nege. Alten haben wir. Wollte man von ihm umbauen, das ist irgendwo ist eh dann Zeitknoppern hoch, irgendwo. Das war gegangen, aber ja, das muss nicht immer alles sein. Alles aber gemacht sein. So, okay. Ladewagerle. Ist das fein klimatisiert darin, ist so gesehen. Ja, weiß nicht, ob du das unsehen kennst. Da fährt der Fahrt schon mit dem Doppelschwader. Ich habe schon mal angefangen vor Mittagessen, zwei Mal Mittagessen. Und so ist das. Ja. Dann sehen wir, wie lange wir heute brauchen. Ja. Okay, passt. Bis. Weiß ich nicht. Entweder ist die nächste oder sonst irgendwo. Entweder geht es jetzt weiter oder es ist aus. Für dich.